Wer seid ihr, Dulax selbst? Warum spottet ihr meiner Phantom? Wer seid ihr, so etwas zu sagen? Wollt ihr mir Böses? Ich werde weder Geistern noch Gespenstern weichen. Seid ihr Dulax selber? Bin ich Dulax? Ihr habt recht, euch zu wundern. Ihr habt Fallen und Illusionen und Phantome gesehen, aber Dulax' Geist ist schon lange dahingeschieden. Hin zu welchem Schicksal der dunklen Schleier auch birgt. Dieser Ort ist seine Furcht, sein Zorn, seine Qual. Ihr wollt also diesen Ort erobern, ihr werdet verstehen müssen, was ihn geschaffen hat. Behaltet gut in Erinnerung, was ihr bereits gesehen habt, oder verlasst diesen Ort jetzt und lebt ein langes und natürliches Leben. Drei Pfade führen fort, auf allen müsst ihr gehen. Ah, Dulax Turm hat sich aktualisiert. Ich habe ein Phantom getroffen. Vielleicht war es Dulax selber. Er sagte, dass der wahre Geist Dulax schon seit langem vergangen sei, dass aber sein Hass und seine Furcht, durch die der Turm erbaut wurde, ihn noch aufrechterhält. Das Phantom sagte, ich müsse drei der Pfade erkennen, die zu diesem Ort führen. Danach werde auch der Weg klar. Es scheint auch etwas von mir zu wollen. Es sagte, dass es sich hier seit kurzem ein bösartiges Wesen befände, das nicht zum Turm gehöre und daher vertrieben werden müsse. Ich habe eigentlich keine Lust, in der Keim für dieses Wesen zu spielen, aber ich habe wohl keine andere Wahl, außer dass ich einfach gehe. Mhm. Ja, mein, aber natürlich, Schätzchen. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Für euch tu aber natürlich. Hier sehe ich die Illusionswand. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wenn das euer Wunsch ist. Was für direkt hier in die Giftgrotte. Ich will aber erstmal diesen Gang zu Ende gehen. Wie ihr wünscht. Ja, Mann, wenn das euer Wunsch ist. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Mit Vergnügen. Ja, ihr braucht. Und hier ist Islaine. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Ja, mit Vergnügen. Also wir haben viele Wege. Worum viel mehr Edelsteinchen. Darum kümmern. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Ihr seid von weit her gekommen und habt viel gesehen, aber nicht alle würden bleiben. Diesen Ort zu verlassen ist mein Angebot. Belastet den Geist nicht weiter. Verlasst diesen Ort und den Wahnsinn, den er beherbergt. Die Welt darüber ist euer, die Tiefen gehören den Toten, die nicht loslassen wollen. Vielen Dank, aber ich werde bleiben. Das Licht ruft, ihr geht nicht. Ihr seid genauso dicke wie mein Dulax. Ich werde euch fortschicken, wenn ihr wollt. Ich wollte, ich könnte die Last genauso von seinen Schultern nehmen. Mhm. Wie kann ich helfen? Aber natürlich, Schätzchen. Oh, behelmter Alp. Worum geht? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Also ja, hier ist unser Rückweg. Geld und ein Kriegshammer, wahrscheinlich nur ein einfacher plus 1er, ja. Hier, wo's Gold wächst, gefällt's mir. Und ouch. Jetzt darf ich alles nochmal machen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Ha!
Wurm, wie ihr wünscht. Aha. Machen eigentlich magische Geschosse Schaden? Die Sauerstufe wird um 3 erhöht. Das ist praktisch. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was ist es diesmal? Wie ihr wünscht. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wenn das euer Wunsch ist. Diesmal entdecken wir die Falle instant. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Noch ein Schlüsselstein. Knochenschlüsselstein, okay. Noch mehr beißende Bolzen, Pfeile plus 2. Ah. Okay. Da war noch was. Schleuderkugeln. Pfeile. Gut. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Auf dem Teppich war, soweit ich mich erinnern kann, eine Falle. Für mit Vergnügen. Mann, war es hier verwinkelt. Eine kleine Inschrift über einem winzigen Schlüsselloch besagt, Knochenschlüsselstein hineinstecken, um Rumpfeilen zu entschärfen. Als ihr den Knochenschlüsselstein in das Schlüsselloch der Maschine schiebt, summt die Maschine für einen Moment und ist dann wieder still. Ihr seid euch sicher, dass ihr etwas ausgeschalten habt. Mhm. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Nämlich die Fallen hier. Oh, da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Wie ihr wünscht. Wie kann ich helfen? Okay. Wie ihr wünscht. Wir waren die leibhaftige Furcht. Wir kamen in das Heim, das Durlak gebaut hatte, und wir versteckten uns in Menschen, die er geformt hatte. Mit den Tentakeln als Anführer vergifteten wir den Clan. Und die Albträume von Durlak wurden Wirklichkeit. Unsere Meister sagten, sie können seinen Zorn sogar in der Luft schmecken. Aber immer war auch die Furcht da. Wir waren die leibhaftige Furcht, aber sie war bereits dort. Okay. Ich werde jetzt noch keine Wahl treffen. Ihr werdet wen und zwar schnell zögern, enttarnt euch als Außenseiter. Was haben die anderen zu sagen? Wir wappneten diesen Ort gegen alles, was da kommen würde. Wir bauten Vergeltung in die Stolperdrähte ein und Rache in die Brandkugeln. Wir arbeiteten den Hass
in allen Ecken und Winkeln ein, genau wie er es wünschte. Aber unsere Aktion wurde von anderswo gelenkt. Die Furcht, dass so etwas noch einmal passieren könnte, war das Fundament und dies sollte unter allen Umständen verhindert werden. Das war der Mörtel, der ihn zusammenhielt. Wir wappneten diesen Ort gegen alles, was da kommen würde. Freund und Feind. Steingolem. Steingolem. Alles Steingolems. Aber das hier ist ein Zwerg, oder? Wir folgten Durlak, wir waren sein Volk, seine Familie. Durlak Trolltöter, Sohn von Bolur Donneraxt, dem Clanlosen, hat diesen Ort mit den Errungenschaften seines Abenteuerlebens geschaffen. Zu jenen Zeiten war alles hier großartig und wir nahmen das, was wir brauchten, von den Reichtümern um uns herum. Wir wurden stark und stolz und Durlak fühlte schließlich, dass er ein Heim hatte. Wir waren seine Zukunft, seine Familie und wenn wir verloren wären, wäre er es ebenso. Das war die verborgene Furcht, die darunter lag. Wir folgten Durlak, wir waren sein Volk. Mhm. Gut. Mein Vater zog umher wie ich und sah in seinen Lebzeiten viel von der Welt. Man hatte vor ihm Respekt, aber er hatte kein Heim. Er starb ganz für sich in einem fernen Land, ohne irgendwelche verwandten Zwerge um sich. Das wird mir nicht passieren. Soweit folge ich ihm dann doch nicht in seine Fußstapfen. Ich wollte nicht Durlak der Clanlose sein, davor fürchte ich mich. Verfolgt die Spur dieser Furcht und zeigt, dass ihr etwas gelernt habt. Es begann mit euch und eurem Verlangen nach einem Heim. Sie wuchs mit eurem Clan, da ihr fürchtetet, den anderen zu verlieren. Sie zeigte sich anhand der Eindringlinge, sie kam, aber sie hatten ihr Kommen bereits geahnt. Aber ihr hattet ihr Kommen bereits geahnt. Es wurde euer Heim, in dem ihr euch sicher fühltet. Es begann mit eurem Clan und eurer Furcht, die anderen zu verlieren. Die Handwerker befestigten diesen Ort damit und dann zeigte sie sich anhand der Eindringlinge. Nun verfolgt sie euch ständig. Es begann mit den Eindringlingen und ihren Drogen gegen euch. Sie wuchs in eurem Clan und in dem Gedanken, dass noch mehr sterben würden. Sie nagte eine Weile von ihnen an euch, bevor die Handwerker diesen Ort dagegen befestigten. Sie beherrschte die Handwerker und eure Sorge, ob eure Arbeit euch schützen würde. Sie beherrschte euren Clan und an euch, als ihr euch fürchtetet, dass ihr sie nicht beschützen könntet. Und dann war sie in den Eindringlingen, die eure Rache fürchteten. Es begann mit euren Clan und seiner Furcht, sein Heim zu verlieren. Die Handwerker taten, was sie konnten, aber sie waren nicht überzeugt von der Qualität ihrer Arbeit. Ihr fürchtetet die Eindringlinge, aber am Ende fürchteten sie euch. Es begann mit euch, aber hauptsächlich auf eurer Furcht vor den Eindringlingen. Sie griff auf euren Clan über und dann auf die Mauern dieses Ortes, selbst die von Handwerkern befestigt worden waren. Das klingt so am plausibelsten, weil der Eindringling hat gesagt, sie brachten die Furcht, aber die Furcht war schon da. Also begann es mit euch. Aber dann kamen die Eindringlinge. Es griff auf den Clan über. Und die Handwerker haben dann die Furcht in die Mauern gebettet. Ihr habt nicht zugehört. Antwortet noch einmal. Ja. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Wir waren die halbheftige Furcht. Unsere Meister sagten, sie können seinen Zorn sogar in der Luft schmecken, aber immer war auch die Furcht da. Wir waren die leibhaftige Furcht, aber sie war bereits dort. Ah ne, die Zwerge selber waren stark und stolz. Ja, und die Furcht, wir arbeiteten den Hass in die Mauer ein. Okay, nicht die Furcht. Das Kommen hatte er nicht geahnt.
In den Eindringlingen war sie nie. Deswegen fallen die beiden eigentlich raus. Ich habe eigentlich gemacht das hier. Das ist das Erste. Warum auch immer das das Erste ist. Ihr wisst nur ein wenig mehr über mich. Vielleicht werdet ihr sogar am Leben bleiben. Ja, jetzt werden wir wieder an den Anfang geportet. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.